Was bringt es mir, wenn mir jemand erklärt, wie lecker Lasagne ist? Was bringt es mir, wenn er mir beschreibt, wie lecker sie riecht, wie gut es sich anfühlt, was für eine Geschmacksexplosion es verursacht, wenn man sie isst, wenn ich es selber nie probieren kann? In Psalm 34, Vers 9 steht: Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Glücklich ist der, der auf ihn vertraut. Genauso verhält es sich auch mit Gott, wie eben mit dieser Lasagne. Wenn ich selber nie erleben kann, nie schmecken kann, wie freundlich der Herr ist, dann werde ich niemals in den ganzen Genuss seiner Gegenwart, seiner Gemeinschaft kommen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir einfach selber probieren und erleben, diese Beziehung mit Gott, diese Nähe, diese Gemeinschaft, diese Liebe, die in ihm eingeschlossen ist, die ganzen Segnungen, die es in seiner Person selbst gibt und dieser Friede, der auch in der Vergebung liegt. Und ich kann dir jetzt selber mit guten Worten beschreiben, wie sich das anfühlen würde, wenn du es erleben würdest. Aber ich möchte dich motivieren, schmecke selber, erlebe es und dann wirst du sehen, wie freundlich der Herr ist. Und übrigens, was machen wir Christen immer am Abendmahl, wenn wir das gemeinsam halten? Wir schmecken wirklich buchstäblich das, was Gott für uns getan hat und wie freundlich der Herr ist.